vor allem, es sieht so aus, als hättet ihr ewig die Choreografie geübt. Ich war in meinen Träumen schon sehr, sehr oft, aber einfach das Leben durchgespielt an einem Abend. Du, also die Bucketlist einmal, also was geht denn da jetzt noch mehr? Also das war's. Danke. Ja, und das Dolle ist, diese Verehrung für David Hasselhoff geht bei dir ja so weit, dass du sogar einen Kit hattest. Also yes. Das legendäre sprechende Auto aus Knight Rider, der Kultsendung, das ist schon gesagt, der 80er. Und Jan Rimpel hat zwei getroffen, die können diese Leidenschaft total nachvollziehen. Sie sind offensichtlich auch große Kit-Fans. Wetten, dass Oli P. jetzt schon weiß, worum es hier geht? Genau, es geht um Kit, das legendäre Auto aus der legendären Serie Knight Rider mit dem legendären David Hasselhoff. Dieses Kit gehört aber Mirko Stepanovic. Und wir legen noch eins drauf, noch ein Kit, das von Tom Wilcox. Zwei Männer, zwei Kits, wie kommt denn bitte das? Ja, das war eigentlich mehr oder minder ein Zufall. Ich bin in der Nähe von Hillesheim über die Landstraße gefahren und auf einmal kommt eine Autobahnauffahrt, ein schwarzer Kit, auf einmal vor mir raus. Ich als Kind, Knight Rider-Fan, bin völlig durchgedreht und bin ihm dann die ganze Zeit hinterhergefahren. Ich dachte, was will der? Ne? Soll er mich überholen? Ich bin extra langsamer gefahren. Und nach x Kilometern habe ich ihn an einer Ampel mal gekriegt. Ja, und dann sind wir zusammen auf den Parkplatz gefahren, haben uns unterhalten und seitdem sind wir beste Freunde geworden und seitdem habe ich dann auch meinen eigenen Kit. Man staunt schon beim Angucken und dann gibt es auch noch was auf die Ohren. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries KITT für den einfachen Sprachgebrauch. Oder KIT-Fazit, das Vorziehen. Hier steckt ja wohl mal Technik drin, aber nicht nur, auch Herzblut und Mühe. Auf jeden Fall. Also in diesem Fahrzeug stecken mittlerweile 2500 Stunden drin und es werden nicht weniger, es werden eher mehr. Da jetzt noch einige Sachen gemacht werden sollen und müssen. Kit nachbauen, fast so abenteuerlich wie die Knight Rider-Serie selbst. Erstmal muss man einen Pontiac Firebird aus den 80ern finden und zum Beispiel die Front umbauen. Das Cockpit gibt es dank großer Kit-Fangemeinde mittlerweile online zu kaufen, aber anschließen muss man alles noch. Viele der leuchtenden Anzeigen haben eine echte Funktion, wie zum Beispiel der Tacho. Wie das dann aussieht, ahnt man im Kit von Tom Wilcox. Der Durchschnittsautoschrauber würde zusammenbrechen. Du musst den Wagen quasi vom Grund auf neu aufbauen. Und das heißt, die ganze Verkabelung neu machen. Hier sieht man zum Beispiel die ganzen Relais. Es ist auch alles neu abgesichert. Also das ist riesiges Kabelwirrwarr. Hier sind einige Kilometer Kabel in dem Auto verlegt worden. Auch diese Autos sind aber eigentlich zum Fahren da. Aber nein, Motoren aus. Wer sein Kit liebt, fährt nicht im Winter. Streusalz mag selbst die Molekularversiegelung nicht. Aber die beiden haben selber kleine Videos gedreht im Sommer. Und wenn sie jetzt in der winterlichen Garage mal vom Sommer träumen, wie ist das so, fahren im Kit? Ja, ich würde sagen, einfach, es ist schon unbeschreiblich, weil dieses Fahrzeug ist einfach einmalig und zeitlos. Und jeder wollte es haben und wir haben es eben. Ein herrliches Gefühl, ein Kindheitstraum geht in Erfüllung und man ist selber Michael Knight. Wie viel Prozent Leidenschaft braucht man, wie viel Prozent handwerkliches Können und wie viel Verrücktheit, um sowas zu machen? Ja, ich würde sagen, also 100% Leidenschaft? Ja, definitiv. 80% können. Mindestens, ja. Mindestens. Und Verrücktheit, ja. 200%. 200%. 200% verrückt und nochmal doppelt so einmalig. Und weil uns da jetzt einfach die Worte fehlen, bitten wir um das Schlusswort. Und das überlassen wir mal, naja, wem wohl? Oh, wirklich? Danke. Auf Wiedersehen. Da werden Erinnerungen wach. 200% verrückt, das kannst du nachvollziehen, ne? Es sind Schätzungen, aber ich glaube, die Dunkelziffer liegt noch ganz klar drüber. Aber du hattest auch einen Kit. Genau, hat 3 Jahre gedauert, den aufzubauen. Hatte einen ganz, ganz tollen Freund, den Christian, der mir da geholfen hat. Der hatte aber bis zu dem Zeitpunkt auch schon einige andere mit einem anderen, mit Jörn, zusammengebaut. Und auch wirklich dieses Verkabeln und das. Und das Cockpit kommt aus Italien. Dann das Lenkrad aus Holland, das XYZ aus Amerika und das Auto. Und ja, da sieht man es jetzt gerade genau. Das war meiner. Und ich bin dann, als er dann fertig war, ich bin natürlich oft damit gefahren, die Reaktion auf der Straße, wenn gerade auch
ich sage mal, eher männliche Menschen in meinem Alter dieses Auto gesehen haben, die sind komplett ausgerastet, wollten Fotos damit machen. Und ich dachte mal, die haben mich erkannt, die haben einfach nur das Auto erkannt. Nee, wir wollen nur das Auto fotografieren. Und ja, und dann habe ich nur gemerkt, es fährt sich unfassbar, also es ist jetzt nicht das bequemste Fahren, sage ich mal so. Und das Schöne eigentlich finde ich, oder fand ich immer, das Auto von außen zu sehen, wie es fährt. Dann ist Hasselhoff einmal auch bei einem Auftritt damit gefahren. Mit deinem? Mit meinem. Und dann wusste ich auch, okay, das ist jetzt auch durchgespielt und habe dann jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich muss ihn unbedingt haben, ich will ihn haben, das ist mein größter Traum. Und da habe ich gemerkt, emotional hatte ich das alles, habe auch ein Musikvideo damit gedreht und hatte meine schönen Momente damit. Und dann war es Zeit, dass jemand anderes jetzt damit und Spaß hast hat. Hast du es in gute Hände gegeben, den ich Kit? Hoffe,